Hallo liebe Kriegtierfreunde und willkommen zu einem weiteren Lego Minecraft Set. Ja, so schnell geht's wieder. Wir haben die erste Polybag dieses Jahr und die ersten fünf, die ich jetzt bei Müller bekommen habe, die werde ich einfach in der Reihenfolge der Nummern vorstellen und dann kommt zuerst halt Minecraft dran. Mit der 3043-2, der Schildkrötenstrand, interessanterweise hier auf Englisch angegeben. Ich frage mich gerade, ob Müller möglicherweise die Sachen aus dem amerikanischen Raum bekommt. So, der Stützcreeper kann jetzt mal weg. Und dann haben wir hier entsprechend unsere Tasche, eine Schildkrötenrettung, ne, keine Schildkrötenrettung, ein Schildkrötenstrand. Aber ich glaube, irgendjemand bei Lego mag sehr, sehr gerne Schildkröten. Kann ich nachvollziehen, Schildkröten sind niedlich. Wir haben bei Friends mehrere Schildkrötenrettungen gehabt, wir hatten ein Schildkrötenset damals bei Elves, erinnere ich mich gut dran. Bei City gibt es im Moment das Strandset, wo auch eine Schildkröte und ihre Eier bei sind. Ich glaube, in der Lego-Welt legen Schildkröten einfach überall Eier. Du musst echt auftreten, wo du hintrittst, wenn du in der Lego-Welt bist. Gut, das muss man sowieso, das wissen wir. Aber genau, wir haben ein kleines Minecraft-Set und das ist gar nicht so klein. Für eine Polybag ist das schon gut voll. Muss man sagen, und ihr seht schon auf der Verpackung, wir bekommen interessante Dinge. Zum Beispiel eine Schildkröte als Mob, Schildkröten-Eier. Rede ich gleich aber auch über das Teil. Einen kleinen Steg, gut, eine Alex, eine Blume. Und hier schauen wir einfach mal rein. Wenn ich das hier umdrehe, wir haben viel Grün, wir haben das Mojang-Logo, wir haben den Namen des Sets in anderen Sprachen, zum Beispiel auch in der deutschen, Schildkrötenstrand. La Plage de la Tortue, la Spiaggia de la Tartaruga. Tartaruga? Tartaruga. La Tortuga de la Playa. Playa da Tartaruga. The Turtle Beach. Oh, a Technospalt. Das ist ein schönes Wort. Und Buchstaben, die ich nicht lesen kann. Das ist das. Wir machen mal auf. Flop. So. Und uns kommen eine ganze... Oh. Für eine Tüte eine ganze Menge Teile entgegen. Das wird sich auch durchziehen. Das kann ich schon mal sagen bei den Tüten. Bis auf das eine City-Set sind die alle gut voll. Genau. Anleitung. Schlagen wir mal auf. Oh. Viel, viel Nicht-Anleitung. Leerer Raum. Aus irgendeinem Grund ist hier nochmal Motorrad. Ah, das ist Rebuild the World Werbung. Hier ist unsere Schildkröte. Immer dieser Effekt, wenn ein Teil fertig ist, der ist irgendwie... Es hat was Niedliches, ist aber auch komplett übertrieben. Okay, und ja, das heißt, wir haben 5 Bauschritte für die Schildkröte, die separat gezählt sind. Und 7 für das eigentliche Set. Plus eine Alex. Und jedes Mal gibt es Sternchen und wusch und wumm. Hurra, okay. Dann bauen wir das mal entsprechend so und suchen uns erstmal unsere Alex raus. So, ihr seht, die Abwechslung bleibt bestehen. Abwechselnd gibt es über den Polybergs einen Steve und eine Alex. Diesmal gibt es eine Alex. Ah, und genau, und das soll so noch festhalten. Warum auch immer. Denn ich habe keine Ahnung, was das hier in Minecraft darstellen. Nur vielleicht Gras. Also eigentlich gibt es kein Minecraft-Item, das so aussieht, dass man halten kann. Aber hey, irgendwas muss sie halt in die Hand haben. Offenbar wollte man uns kein Schwert geben, damit wir die Schildkröte nicht allzu sehr verkloppen. Wie gemein. Also, dass man uns kein Schwert gibt. Schildkröten verkloppen, gut, ist auch gemein. Bitte nicht tun. Ja, bitte einfach nicht tun. So, und dann bauen wir einfach mal die Schildkröte, weil die ja auch als separater Bau aufgeführt ist. Ich hatte noch nie eine Minecraft-Schildkröte. Jetzt habe ich eine Minecraft-Schildkröte. Also Minecraft-Schildkröte schon, aber keine Lego-Minecraft-Schildkröte. So, okay. Und ich finde, es ist tatsächlich ganz interessant gebaut, gerade der Kopf hier. Wenn ich... Ach, da ist das Teil. Ja, mit diesem seltsamen Teil, das aus irgendeinem Grund deutlich nützlicher ist, als man... Als es vor ungefähr 40 Jahren eingeführt wurde, glaube ich, jemals geahnt hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding einfach so brauchbar ist, wie es dann ist. So, wir haben eine bedruckte 1x1 Fliese. Ich bin mal gespannt, wo ist die andere, ob die... Nee, die sind identisch bedruckt. Oder ist hier noch eine andere? Weil das 1x1 Fliesen sollten eigentlich noch mindestens einmal als Ersatzteil bei sein. Die sind alle identisch bedruckt. Okay. Ah, ich kann sie aber auf den Kopf stellen. Ich bin doof. Ich dachte jetzt nämlich tatsächlich, ich müsste die entsprechend so rum dran machen, aber nee, ich kann die ja um 180 Grad drehen.
Möglicherweise bin ich heute noch nicht ganz wach, während ich das hier aufnehme, weil das hätte mir vorher auffallen können, dass es geht. Oh je, machen wir einfach mit weniger peinlichen Dingen weiter, wie zum Beispiel einfach die Flossen anklipsen. Ich glaube, das schaffe ich. Angesichts der Tatsache, was für ein Blödsinn ich gerade erzählt habe, ja, okay, geschafft. Wollte ich gerade sagen, ist das noch kein? Also ist das nicht unbedingt gegeben? So, wir kriegen noch einen Panzer. Okay, und jetzt kommt das Ding, das ist mir auf der Verpackung schon aufgefallen. Legen wir den Panzer doch mal aus und schauen, was wir für ein Muster bekommen. Vielleicht ist da eine Geschichte hinter. Vielleicht werden Nazis einfach als Schildkröten wiedergeboren, so als, wobei, das haben die nicht verdient. Also sowas Gutes wie eine Schildkröte. Ich mag Schildkröten. Nazis werden nicht als Schildkröten wiedergeboren. Nazis werden wiedergeboren als, weiß ich nicht, Silberfischchen oder Schmeißfliegen. Wobei Schmeißfliegen wäre blöd. Weil wenn Nazis als Schmeißfliegen wiedergeboren werden, dann merken die ja den Unterschied gar nicht. Ja, aber das Konzept ist klar. Man hätte das, glaube ich, einfach etwas geschickter den Panzer gestalten können. Ich gucke mal, ob ich einen grünen 1x3er-Fliese habe, um das etwas anders machen zu können. Und 1x1er, weil, I cannot see this. Ah! Oh Gott, ja. Gut, die Goebbels-Schildkröte ist also auch vorhanden. Um Himmels Willen. Machen wir ganz schnell den Steg. Oh mein Gott. So, okay, da kommt. So, schöne große Steine, übrigens die 2x4er. Andere Dinge, die mir aufgefallen sind, erwähne ich jetzt einfach nicht mehr. Ah, wir haben wieder diese wirklich seltsame Blume, die wie nichts aussieht, was in Minecraft existiert. Warum macht Lego immer genau diese Blume, die überhaupt nicht in Minecraft passt? Das ist so seltsam. Weil sie müssten es nicht tun, sie tun es einfach. Moment, bin ich jetzt falsch? Nee, die Reihenfolge ist einfach nur komisch. Okay. So, hier kommt das andere Bein für den Steg. Und dann kommt dieses schöne Teil. Da haben wir auch drei Stück von und zwei Stück brauchen wir nur. Das hier ist natürlich das Teil für die Schildkröteneier. Und das ist eine 1x1-Platte mit seitlicher Bedruckung. Ja, sieht aus wie so ein Minecraft-Schildkrötenei, funktioniert super. Funktioniert aber noch für was anderes super. Das hier haben wir noch ein Ersatzteil davon, ist nämlich klasse, wenn ihr eine Figur machen wollt. Und ihr braucht Augen. Ohne die halt als Fliese draufzusetzen. Das sind klasse Augen für eine kleine Figur, eine kleine gebaute Figur. Jetzt nicht gerade Minifigur, dafür sind die wahrscheinlich schon wieder zu groß. Aber sowas knapp über einer Minifigur, wenn die Augen braucht, oder überhaupt, wenn der Augen braucht, kann man ja auch ein paar weiße Fliesen und Steine und Platten noch drumherum packen. Ja, so eine kleine Pupille, das ist cool. Das ist richtig gut. Zwei davon und ihr könnt anfangen, so ein Gesicht für eine Figur zu bauen. Oder auch nur ein Gesicht. Ja, wie ihr mögt. Also das finde ich ein cooles Teil einfach. Das ist definitiv, das ist sehr viel wert, denke ich, das Teil zu haben. Weil man da einfach unglaublich viel machen kann. So, warum hier jetzt ein transparent blauer 1x1er ist, weiß ich jetzt nicht. Aber okay, warum soll er auch nicht da sein? Das hier ist. Ah, oh, das könnte aber das könnte aufeinandergestellte Zäune darstellen. Ja, okay. Ich überlege ja bei sowas immer auch gleich, ne, was stellt es eigentlich in Minecraft dar? Würde es in Minecraft Sinn ergeben, kann man es in Minecraft nachbauen? Und das ist gerade bei den Lego-Minecraft-Dingern nicht immer gegeben. Okay, das könnten jetzt zum Beispiel. Nee, das macht keinen Sinn hier. Ich habe gerade gedacht, ob es vielleicht Slabs sind, auf die man einen Teppich drauflegt. Das Problem ist, das wären dann untere Slabs, also Stufen. Und da kann man keinen Teppich drauflegen, beziehungsweise wenn man das tut, schwebt der Teppich da drüber. Also man kann dieses Ding so nicht in Minecraft nachbauen. Ist leider so. Einfach weil
das hier nicht baubar ist. Der Rest geht. Ja, das ist ein Steg, zwei Blöcke, paar Half-Slabs drauf, also Stufen, untere oder auch Falltüren. Dann könnt ihr den Steg bauen. Klar, das Ei kann man auf den Sand setzen, kein Ding. Die Blume existiert nicht, die müssen wir gleich rausschmeißen. Das hier geht halt leider nicht. Muss mal gucken, wie man was Ähnliches hinbekommt. Wobei, ich kann mir eine Konstruktion vorstellen. Ja, man könnte hier einfach eine obere Stufe zwischensetzen, dann halt entsprechend Teppich drauf. Dann geht das. Wisst ihr was? Das ist ja das Wichtige. Wir sind ja bei einem Minecraft-Set. Bei dem Creeper-Hinterhalt hat es nicht wirklich gelohnt. Ich glaube hier schon, ich werde mal versuchen, das Ding einfach in Minecraft nachzubauen. Und dann sehen wir uns gleich mal an, wie das aussieht. Nach dem Schnitt. Und hier sind wir jetzt in Minecraft, in dem Nachbau der Lego-Sets, beziehungsweise hier die drei Polybags, die es in der Oberwelt gab. Es gab ja auch eine im Nether, aber wir sind gerade nicht im Nether. Wir haben da hinten die Skelettverteidigung. Hier ist dann Steve und Creeper und hier ist entsprechend der Schildkrötenstrand. Jetzt neu dabei und so langsam ergibt sich eine Welt. Das Lustige ist, wenn ich den Creeper-Hinterhalt jetzt dazwischen packe, kriege ich eine geschlossene Welt. Das andere hier ist eine Superflat, nicht wundern. Die habe ich nur errichtet, um die Lego-Sets entsprechend nachbauen zu können und präsentieren zu können, wie sie in Minecraft aussehen. Und wie gesagt, hier ist unser Schildkrötenstrand. Der sehe dann halt so aus. Und zwar die drei Wasserflächen hier, damit geht's los. Dann kommt hier der Sand. Ich habe mal diesen etwas niedrigeren Bereich im Sand, das da hinten ist ein Experiment, nicht wundern, diesen etwas niedrigeren Bereich im Sand als Trampelpfad interpretiert. Denn so bekomme ich den Höhenunterschied hin. Der ist dann natürlich auf Dreck, nicht auf Sand. Das ist ein Unterschied zum Set. Ansonsten funktioniert das ganz gut als Pfad eben zu dem kleinen Steg. Der wirkt hier in Minecraft etwas höher, weil das hier Half-Slabs sind, also Stufen. Aber das ist eine eigentlich gute Art, um die Brücke zu bauen. Ich musste hier unter dem kleinen Steg musste ich Wasser reintun, damit hier entsprechend das, na, wie heißt es jetzt, das Zuckerrohr wachsen kann, denn das braucht einen Wasserblock direkt neben dem Block, auf dem es steht, damit es wachsen kann, sonst kann man es gar nicht erst ansetzen. Und dann haben wir hier noch das kleine Tor. Das wirkt hier kleiner als im Lego-Set, einfach weil es halt nur zwei Blöcke hoch ist. Warum? Weil es genauso hoch ist im Set, dass eine Figur gerade drunter passt und das sind halt nur zwei Blöcke. Aber es funktioniert. Ich habe hier Dunkeleiche genommen, weil das doch ziemlich dunkel wirkt, das Braun im Set. Hier ist der Teppich natürlich drauf, in der Mitte mit einer Falltür. Das ist das, was überhaupt nicht funktioniert, das im Set. Hier ist eine Falltür drunter, um den Teppich zu halten, alles klar. Hier kann ich halt keine Falltür mehr drunter machen zwischen Teppich und Dingens, weil wenn ich da jetzt einen Teppich drauf tun würde, würde das passieren. Moment. So, und ja, das funktioniert einfach nicht. Aber ansonsten eigentlich nah genug an dem, wie es in Minecraft aussehen würde. Und das Nette ist, was mir erst jetzt beim Bau aufgefallen ist, dass tatsächlich die drei Oberwelt-Polybags, die es so gibt, wenn ich hier nicht die Lücke gelassen hätte, um nachher noch den Creeper-Hinterhalt mit einzupacken, wäre das eine durchgehende Welt. Und das ist ein schönes kleines Detail, das mir, glaube ich, nicht aufgefallen wäre, wenn ich nicht die drei Sets alle drei hier nachgebaut hätte. Das ist das, was es zu diesem kleinen Lego Minecraft Polybag für 2022 zu sagen gibt. Und damit sage ich jetzt nur noch bis dahin und viel Spaß beim Bauen.